Gar nichts würde ich nicht sagen. Mooshornisse. Wurde weghornisiert. Passiert. Ja, ich guck gerade, ob ich irgendwo so eine Blume finde. Ob das von alle. Yes. Meinst du? Ich brauche einen Händler, yes. Acht, Michel. Neun? Maybe. Ich gebe 10. Oder ist das übertrieben? Wenn es Ach, echt das Mist. war, dass ich einfach nur 781. 30 Blöcke zu hoch war. Das kann natürlich sein. Zweihundertneunundneunzig. Ich weiß auch nicht. 24. 25. Ja. Unter dem Höhe. Oh no. Oh, are you shitting me? Was hast du gerade rausgefunden? Komm mal runter zu mir, auf meine Position. Warte, ich wollte gerade was machen. Muss das jetzt sein? Ja. Unbedingt. Ja. Warum? Weil es dir dann, wenn du hier, wo ich wäre, definitiv auch auffällt, was daran falsch war an der Farm. Warum? Weil ich es jetzt gerade rausgefunden habe, weil ich mich ein bisschen über die Biome informiert habe. Und was war falsch? Well. It was fucking 30 blocks too fucking high. Das Layer, wo die Scheiße anfängt zu wachsen, ist genau hier, wo ich stehe. Genau hier Ich würde mal glatt sagen, das ist dann deine Schuld, wa? fangen die Kristalle an zu wachsen. Das ist jetzt ein Scherz, das war ja schon die zweite Bienenkönigin gefunden. Naja, die Bienenkönigin ist nicht so gefährlich. Warum bist du so leise? Hä?
Keine Ahnung. Ich sitze mal noch jetzt wie gerade eben. Boah, komm, du musst hier durch die Wand. Kann man den eigentlich bloß über die Blumen rufen oder auch irgendwie anders? Nö, über die Blumen, soweit ich weiß. Ja, nur über die Blumen. Kann man die irgendwie pflanzen? Nope. Den einzigen Mod, den ich kenne, wo du die Bosse mit Items, so gut wie jeden Boss mit Items beschwören kannst, ist Calamity. Da kriegst du dann aber das Boss-Item auch meistens nur nach dem Bosskampf dann von irgendeinem NPC verkauft. Yes. Ja, schon die ganze Zeit am Suchen, aber ich finde da nicht eine von diesen Blumen. Ich probiere jetzt gerade mal was aus. Was probiert der Olli aus? Don't make me come over there. Es ist nicht so schlimm, wie du jetzt denkst. Es sieht auch gar nicht so schlecht aus. Nur ein bisschen klein geraten vielleicht. Ein bisschen extrem klein. Das ist mir jetzt erstmal egal. Mir jetzt erstmal egal, wie klein oder wie groß das ist. So. Das ist jetzt Haus Nummer 3. Ja? I'm placing die Triade hier drin. Oh, you're trying that one again. Ja, ich höre. Hey, es müssen doch 3 Leute sein. Schön, dass du dich Nein, vorgestern müssen sie nicht. Fast 2 Stunden dagegen gewehrt hast. Oh ja, warum du liegst denn nicht? Immer noch falsch. Achso, war nicht nah genug zusammen, ja? Das, was da in Distanz ist, ist schon zu weit. Aber ich hab meinen Pylon jetzt. Also werde ich erstmal alle Häuser wegpöllern. Gott verdammte Scheiße. Sieht echt ziemlich mau aus von der Pflanze her. Oh, ich habe ja noch was in der Arena gefunden. Aber das kann doch nicht bloß 2 Stück sein. Soweit ich weiß, werden ungefähr 3 Stück generiert, die dann immer sich verschieben. Piss off, you goddamn fucking cunt! Geht doch. Was? Wie viele Bulbs werden immer gleichzeitig gespawnt? Ah, oh, the fuck do I know? Wir hatten bisher immer welche.
Also einer von uns hat sie zumindest immer gefunden. Sagen wir es mir lieber so. Also... Eigentlich auch immer recht nah an der Arena, oder nicht? Ja. Ungefähr einen halben Tag haben die eine Spawnzeit. Die Bulbs. In der kleinen Welt können 10 bis 15 gleichzeitig existieren. In einer kleinen Welt. Aber das ist doch eine große, oder nicht? Ja. Was ist denn unser beschissener Dschungel hier, ey? Ja, ziemlich groß. Ja? Ach, ich bin gerade schon wieder in den See gefallen. Warum tust du sowas? Schwimmen gehen ist nicht gesund, Paul. Boah, der geht hier hinten noch weiter. Fuck. Fehlt dir noch was aus dem Dschungel, Truhe? Nö. Yeah. Auch live, oder nicht? Ja. Das fehlt uns doch aber noch allen, oder? Live? Nö, ich hab 500. Ich hab immer noch 445. Ach, ist schon. Ich hab einer. Jesus fucking Christ, dann zieh dir mal eine gerade Linie zur Arena. Hatte ich vor. Eine Arena nämlich ganz schön weit weg, wenn. Das. Jetzt aber Obelisk gefunden, weil ich eine Höhlenforscherin gefunden hab. Die großen Bulbs, die leuchten eigentlich lila. Das ist ziemlich herausstechend im Dschungel eigentlich. Ja, aber nicht, wenn sie noch in der Kammer sind. Doch, auch dann. Die leuchten dann eigentlich lila. Die leuchten immer lila. Ja. Hey, hallo Alpha Tobi. Guten Abend. Oder soll ich dich lieber Kovareta nennen? Oder Knorke? Oder vielleicht noch einen Nickname, den du dir gerade ausgedacht hast? Dein alter oh mein Gott. Final Fantasy. Wo ist meine Auto? Scheiße, dieser Marsch der Welt. Ach, Final Fantasy, mehr wie keine Fantasy. Ein Moment. Ja, der war schlecht. Ein Moment, ein Moment. Ja, der war so schön scheiße. Ein Moment, du kommst gleich wieder. God fucking damn it, Alter. Mann, brauchst du lange zum Kicken? Ich musste erst alt tappen. Zack. Das würde gut aussehen, wenn ich da irgendwie was machen könnte.
Kann ich aber nicht. Ich listen, Trottel. Wieso? Hallo Lena! Fuck! Guten Abend. Warum ist Michel jetzt ein Trottel? Na, zu Final Fantasy. Ach, wie soll ich denn das hier bauen? Ich will ja auch drei Leute drin haben. Keine Auflaufform. Oh? Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Okay, it's in! That's what she said. Ja! Ja, er ist drin! Ja! Mein Emote ist drin! Ach so, das Ding. Das es steht endlich nicht mehr auf ausstehend. Jetzt ist er komplett durchgedreht. Nein, ich bin nicht komplett. Doch schon, aber nicht so. Dann muss ich das Pylon da abnehmen, so kacke. Oh, der Depp kommt hier nicht mehr runter. Geh mal da rein, geht doch. Oh, wo kam kann man hier? Ja, spammt den zu damit, damit es nicht. Michel. Ich weiß, wie viele du noch ungefähr hast. Das reicht. Wir noch irgendwo leben. 99.760. Alter. Oh, die dumme Sau lässt den Stream im Hintergrund stumm laufen. Der ist nur am Farmen. Ja, das hat er doch schon immer gesagt. Ich weiß, dass er den im Hintergrund laufen lässt, aber nicht, dass er farmt. Und warum farmt er das? Da gibt's da überhaupt nichts. Ich muss die beide auf eine Höhe bringen, damit das anfängt gut auszusehen. Also ungefähr so. Mittel will 100k haben. Ja, aber was machst du dann damit? Dann sieht er toll aus damit. Ach, Pilztypi, verpiss dich doch mal. Oh, dann mache ich halt so lange hier weiter.
Füllt mal was für 100k Punkte ein. Ja, aber was würde ich denn einführen für 100.000 Punkte? Was kann man da denn machen? Ich stelle mich auf den Kopf und tanze mit Marsch fliegen oder was? Ich fange mit Marsch fliegen oder wie? Das kann doch dann eh keiner sehen. Wie war das bestimmt mit der Farbe, was? Irgendwas in den Optionen unten rechts im Chat. Oh Gott. Einen großen goldenen Penis? Das wollte ich jetzt nicht aussprechen, dankeschön. Vor allem, weil es Michel auch nicht gemacht hat. Dix, Dix, Diggity, Dix, 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 Diggity, Dix. Okay, ich darf mich eigentlich nicht beschweren, ich hab den fucking Stream B-Piss genannt. Ich weiß. Nee, Navi. Lena ist etwas speziell. Das wollte er gar nicht wissen, wie speziell Lena ist. Er wollte wissen, wie sie die Farbe geändert hat. Herzlichen Glückwunsch, Troja, du hast wieder nie aufgepasst. Ah. Oh mein Gott, I will fucking punch you. The also ich fuck? Mate. Stop being a fucking idiot. Immer noch PC-Schrott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Glückwunsch, Michel. Wie viel hat der gekostet? 5.000? Was war das? Alter. Lag ich damit jetzt richtig? Könnte sehr gut sein, dass du damit richtig lagst. Und wie viel hast du jetzt, Doyle? 465. Mehr als ich. Na, dann kriegt ihr nächstes wieder, Olli. Ich warte gerade darauf, dass der NPC sich endlich da verpisst. Du glaubst gar nicht, wie sauer mich das macht. Sauer, sauer, sauer. Er geht halt einfach nicht. Wollten wir den Boss dann gleich nochmal probieren? Ja, wollte ich. Jetzt habe ich vergessen, wie weit ich war. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wieso? Steht die Arena eigentlich unter Wasser? Hm? Ich guck, ob die Arena unter Wasser steht. Warum? Wasser abgelassen, aber da hat sich irgendeiner durchgegraben. Öcken für einen PC, ey. Das ist höher als die Kaution von den meisten Wohnungen hier in der Umgebung. Das ist so hart, ne? Ja, da wird Michael jetzt wieder für ein paar Jährchen mit ausgesorgt. Ja. Ich dachte, das eigentlich schon mit dem letzten Ding, was er sich geholt hat, hat er schon für ein paar Jahre ausgesorgt. Ja, der stand da jetzt ein paar Jahre. Ich glaube 3 oder 4.
8x3600 MHz, ey. NVIDIA Titan RTX. 24 GB GDDR6. Alter Vater. Übrigens, Tobi, du hast dich nicht bei Lena dafür bedankt. Guck mal, wie passiv-aggressiv sie bitte geschrieben hat. So, wen packe ich da jetzt rein? Ach ja, ich weiß wen. Das ist der Behindi. Oh, fuck yeah. Nein. Nein. Yes. Really? Fuck it. Keks. So. It is done. Marvel at this beauty. It isn't. Es sieht nicht mal halb gut aus, ey. Ah, Bausystem. Soll ich's mal mit den Pilzreißchen probieren? Nee, das ist nicht das Problem. Dadurch, dass ich die Insel jetzt so verändern musste, sieht die nicht mehr so ganz so der Burner aus. Deswegen muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen machen. Na, ah, sieht schon besser aus. Ein Mini-Städtchen. Stützpunkt, Dingsbums. So, jetzt hin. Hier oben. Das Ding gern hier oben. Oh, yes. Oh, yes. Es funktioniert. Ich bin glücklich. So, dann gehe ich jetzt mal dahin. Ach, geht nicht. Dahin. Und jete direkt mal runter. Es ist Bosszeit. Pass auf, rechts in der Arena, wo ich stehe, sind ziemlich viele Schleims. Weil ich mich hier eingebaut habe, damit mir die Viecher nicht auf den Sack gehen. Ich habe meinen fucking Mega-Shack noch nicht ausgerüstet. Mecknimmer? Was soll denn das heißen? Mega? Shark? Jo, schönen Abend noch. Pech gehabt. Kriegst du keinen Bosskampf mit, Send Help? Ich sterbe nicht. Zumindest nicht als erstes. Holy shit, ich glaube, ich sterbe als erstes. Ja, das ist, weil ich sterben. Weil ich ja irgendwas mit drüber schleppe. Das kann ich doch eigentlich auch übernehmen, oder nicht?
Ne, ich stehe doch schon an der Pflanze. Ja, ich hab den Weg gebaut, ich weiß, wo es lang geht. Ich hab gehört, du hast Lebensherzchen. Ich? Nö. Ja. Oh. Geh ich wieder. Oh ja, du musst die Viecher dann schon killen, ne? Ja. Ja, ich hab ne Zeit, bis Paul hier drüben ist. Wäre besser, wenn wir die jetzt killen, die Viecher. Soll ich schon mal loslaufen? Olli, bist du bereit? Ich habe einen Dschungelschlüssel gekriegt. Jetzt sind wir bereit. Du weißt, dass Paul hier noch rein muss? Wo kommst du denn rein, Paul? Unten oder wo? Oben. Von oben runter oder was? Denk dran, nicht zu schnell. Sonst verpisst die Pflanze sich. Das Problem ist, ich sehe die kaum. Die klebt noch unten. Oh, jetzt kommt sie hoch. Die folgt mir die ganze Zeit, kontinuierlich. Gott, ist die langsam. Ja, die ist am Anfang echt langsam. Was ist denn jetzt da? Achtung! Oh, okay. Kann sein, dass ich schon tot bin, bevor ich überhaupt da bin? Troja wurde gerade von Hornissen angegriffen. Die Bossbar ist da. Aua. Was wolltest du selber sehen? Oh, du kannst runter. Die ist in der Arena. Ich hab sie hier drüben. Der war nicht mehr angetickt. Da, der hat sich schon auf den Scheiß hier verschoben. Du musst mal überleben, neben Olli. Zweite Phase. Die guckt zwar auf mich, rennt aber weg. What? Komm ruhig her, komm ruhig her. Oh shit! Oh! Ich hab keine Pot Potions mehr. Guck mal in der Kiste. 20 Sekunden musst du überleben, Paul. Ich kenne 20 Sekunden. 5. Welche? Fuck, ich bin genau durchs Loch durch. Oh mein Gott, ey. Ich hab aber auch jetzt ein Glück. Ja, das macht Spaß, Pantera tot anzugucken.
Oh. Ohne zu sterben. Ich bin zweimal ver... Ich glaube, da hat drin einer die Königin getroffen. Wie zum Fick wurde die überhaupt getroffen? Durch einen verfehlten Laser von den Augen vielleicht. What did we get? Oh yes, Planterale Relic. Oh, und jetzt gibt's Arschfick im Dungeon. Kommt drauf an. Hat einer den Stab? Das ist hat sich erledigt, ich hab'n selber. Ja, aber normalerweise werden die ja nicht beschwört, die werden ja angehittet und dann kommen die raus. Ich hab nen Pygmy-Staff. Ich auch. Den Stab hab ich auch. Darf ich erstmal warten, bis es Nacht wird? Wo steht ein Hexendock mittlerweile? Im Dschungel immer noch, hä? Immer noch im Dschungel. Der bleibt doch im Dschungel stehen. Der Guide ist jetzt übrigens im Mushroomville. Da. Mhm. Da hab ich den jetzt reingepackt, da ist der nicht so weit weg. I want this, I don't need this. I know that we are fucked. Die Rüstung. Warum gehst du eigentlich in den Dings? Oh ja. Weil ich im Gegensatz zu dir noch eine Armor Polish brauche. Oh. Ja gut, dann fahr mich für dich mit Chlorophyll, ja? Ja. Wir brauchen ja jetzt ordentlich. Das heißt, du gehst in Dungeon, was? Ich farm Chlorophyll. Schumit-Rüstung. Fernkampfrüstung für nach Plantera. Worüber sprecht ihr beiden da jetzt? Habt mir aufgepasst. Please send help. Wie habe ich das früher eigentlich so gut hingekriegt? Was? Nee, euch bringe ich ganz bestimmt nichts mit. Erstens weiß ich nicht, wo Tobi wohnt, und zweitens bist du mir zu weit weg, Michel. Michel und weit weg. Ja. Ah, das Ding verkauft er wirklich bloß in der Nacht. Was? Pikmin-Halsband. Alle NRW. So ziemlich, bis auf Paul. Paul war... Radar, Rheinland-Pfalz. Was? Oh? The fuck, Olli? Im Moment wohnst du in der in Rheinland-Pfalz, oder? War das Hessen? Ich bin in Brandenburg geboren. Ich hab jahrelang gesagt, nein, wo du jetzt wohnst. Bayern? Ja. Ich wohne seit sage und schreibe seit 5 Jahren im Ausland. Erst eine Unterhaltung wegen Dings? Also ich habe mich nicht dran erinnert, war das was anderes? Mit dir über Rheinland-Pfalz oder Hessen unterhalten hätte. War das was anderes? Wurde das von mir ist in meiner Nähe. Fulda. Jetzt rattert's wieder. Das ist in Hessen. Ja, Michel hat sich gehabt, genau. Ja, du Lusche. Wo steht unser Guide? Im
Pilzbiom. Kannst du dich importen? Links vom normalen Biom. Ach, da steht kein. Da steht ein Pylon. Echt, ja? Ja, dafür habe ich jetzt gesorgt. Hat ja auch lange genug gedauert. Hätte ich wissen sollen, dass sie einfach nur zu weit weg sind? Ja. Nein, hätte ich nicht. Damn, der Granatenwerfer ist ja hart geworden. Vor allem, weil mir irgendein Arsch andauernd die falsche Lösung sagen wollte. Du brauchst drei. Hast du dann nicht deine eigene Dings probiert, Arschloch? Ja, jetzt ist schön, keinen Bock mehr hatte. Ja, das war schuld, siehste? Tobi ist, glaube ich, ein bisschen neidisch. Auf Michi. Wieso? Weil ich einen Chat lese. Fuck! Ich sag dir auch nur, glaube ich. Er hat eine gute Stange Geld für seinen PC hingelegt. Warum zum Fick war das jetzt so leise? Why? Hey, Olli, Schande! Was denn? Olli hat eine Bienenkönigin gefunden, ne? Ja, und in dem Moment wurde ich mal eben von einem fucking Drecksvieh weggejietet. Ich stehe hier und suche nach Beschwörerteilen und ich hab bloß noch meinen Namen. Hier ist doch nur kein Terraria Osu und Geometrie Dash? Morningwood, welcher war das denn? Das ist deine Morgenlatte. Das ist das Event, das Halloween Event. Ach, das Halloween Event. Kann man das irgendwie rufen? Hier? Ja, easy. Was ist das denn? Das wird zum Magierturm, weil da der Magier drin wohnt. Aber ich habe noch keinen Turm gehabt. Was brauche ich denn, um das Halloween-Event zu starten? Olli hat die Binnenkönigin verbuggt. Nice. Oh, guck mal, wer da ist. What the fuck? Season Enrage. Enrage Bienenkönigin! Oh, Alter, ist die am Abgehen im Enrage! Und jetzt bin ich gemeint, Michi wohnt noch bei seinen Eltern. Autsch. Kritischer Treffer. Was denn noch? Ich meine, das ist immer noch intelligenter als das, was ich gemacht habe. Einfach auszuziehen, scheißegal, hinter mir die Sintflut. Wann war jetzt der Tempel erweitert? Der Tempel ist jetzt... Ach, ihr seid schon drin? Nein. Der Dungeon ist jetzt verbessert. Der Dungeon ist verbessert. Der Tempel müsste jetzt offen sein, richtig? Ich hab kann man jetzt öffnen? Weil ich hab den Dschungelkey. Ich hab den Tempelschlüssel. Müsste da nochmal hin.
Kann ich den aufmachen? Problem ist nur, bis dahin überlebe ich wahrscheinlich nicht, so wie ich mein Glück kenne. Oh, du müsstest doch... Oh, fuck. Off, Game. Nobody needs this Motherfucker. Ich würde mal sagen, so viel zu deinem Hexer-Trojo. Nein, Magier. Magier, Hexer, das ist das Gleiche. Wie viele Bosse kommen denn jetzt noch? Golem? Golem, Lunarkultist und dann... Ende. Ja, Michel! Apropos Streit unter euch. Wäre auch mal ganz nett, wenn du das so machen würdest wie ich. Damals, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Ich würde das nämlich auch gerne mal hören. Mal wieder. Ja, auf jeden Fall. Geht nach unten ab. Das würde ich nämlich auch mal gerne mitkriegen. Bin nur ich, Paul. Warum? Bei mir nicht? Hä? Was denn? Oh, guck mal, ein kleiner Pinky. Oh. Gab's jetzt eigentlich ein neues Erz? Nee. Nein. Ach du Scheiße. Der Dungeon geht gerade richtig steil. So langweilig. Dann brauche ich das doch auch nicht mehr. Aber worum ging's da? Beziehungsweise, ich kann mir schon denken, wer wieder Stress gemacht hat. Dann haben wir schon viele Schleime auf dem Gewissen. Ich kann einfach das Kassem runtergehen. Stimmt. Das große fucking Loch kann ich einfach runterjieten. Ja, ja. Dann kommst du direkt zum Tempel. Mach den nämlich jetzt auf. Was ist in dem drin? Der nächste Boss. Nur Boss, oder was? Nur der Boss. Oh Gott, der wird wieder schlimm. Der Golem wird wieder arschfick cool. Yes. What the fuck, man? What happened? Oh shit, ich hab 35 Silber verloren. Ach du Scheiße. Oh Mann, ey. Erstmal umgejietet worden wieder. Ist das die Höhle? Yes, das ist die Höhle. Ah, geht doch, ich hab's ja gefunden.
So, und diesmal passe ich hier auch ein bisschen auf. Das ist das Skeleton Prime Pad, Michel. Oh, Jesus, schreckt mich doch nicht so, Olli. Jeder Boss hat jetzt nochmal neue Viecher gekriegt, neue Pets. So, ich hab alles, was ich brauche. Ja, was? Du lachst, man geht hier doch sowieso nur rein. Für erstmal nur für die Solarzellen. Hier für die Dings. Oder nicht? Und das Pad ist übrigens nur im Master Mode zu finden. Mhm. Und dann hat es auch irgendwie nur eine Spawn Rate von keine Ahnung was. Gut, dass ich mich hier so gut auskenne. Oh mein Gott. Oh, eine Sri Lanka-Forschung, die kann ich gut gebrauchen. Nehme ich das noch mit und gut ist. Ah, ich krieg die richtige Taste nicht. Hätte ich mal früher auf 5 gedrückt. Ich glaube, ich brauche die auf einer anderen Taste, die Waffe. Na, ich habe das, was ich wollte. La Palma, da ist es. Da ist das Ding. Das ist es. Wir haben nicht genug Platz. Pack ich das hier hin. 70. 68. Also, ich sterbe gerne mal wegen anderen. Du stirbst gerne mal wegen dir selber, ja? Oh ja. Wait. Mann, Paul, du hast es echt hier, wa? Nicht gesehen, was hat er gemacht? Gefurzt und sich selbst gekillt? Im Grunde genommen. Fucking hate this. Oh, warum gibt's denn kein Automanager für den Scheiß? Das macht mich nur müde, für was? Der Kack. Für was denn? Tarnmanagement. Ja, das ist nun mal. Wer hat nun mal dazu zu dem Spiel? Ich brauch doch das Ding für die Klamotte, oder nicht? Nö, brauch ich gar nicht. Raketenwerfer. Will man die anderen ärgern und mich auch? Hat gefragt, ob ich mal die anderen ärgern soll und mich auch. Da keine Antwort kommt, denke ich mal einfach mal nein, ja? Wenn er Solarklipse, würdest du dich momentan nur selber meinen Arsch weg, Olli. Wird die Spawnrate dann nicht im Dungeon auch erhöht? Nein. Ah, dann ist doof.
Dann will ich das gar nicht. Dann warte ich darauf, bis Troja stirbt und dann mache ich das Tablet an. Gesagt, dass ich jetzt noch drauf gehe. Quatsch. Oh, das wäre jetzt so ein Brüller gewesen, wäre es Troja gewesen, ne? Schwul und stinkst. Verpiss dich, du Vieh. Ah, jetzt wird er aber garstig. Natürlich werde ich garstig. Die Viecher wollen mich auch alle tot sehen hier. Ach, der Unterschied zu sonst. I don't fucking know. Das ist Terraria. Hier will ich einfach nur alles tot sehen. Akzeptiere es. Wenn man in der Welt überhaupt alt genug geworden ist, um auf das Abenteuer zu gehen, ist mir sowieso ein Wunder. Ist mit 60. Was machst du da? 60 bis was? Ab wann? Was ist 10? War mir nicht kirre. Kirre, kirre, kirre. Oh mein Gott, lutsch mir doch die Klöten. Oh, wann und wo? Du nicht. Oh. Die kommen zwischendurch, die neuen Bosse. Nur habe ich keine Ahnung, was für ein Gear man für die Dinger braucht. Also der eine, also den zweiten im Dings, das ist ein Post-Plantera, ein Post-Golem-Boss. Ja, Moonlord ist immer noch der Letzte. Yes. Warum haben wir eigentlich nicht nochmal Queensland probiert? I don't know. Ich habe bisher öfters gesagt, ich habe Items dafür. Noch wer Chlorophyll nicht daraus Barren machen kann. Was? Hä? Was brauchst du? Chlorophyll. Nee, ich hab keins mehr. Ich will nämlich zwei Schwimmbeitrüstungen herstellen. Nur gerade eine Dschungelkiste, aber ich finde keine im Dungeon.
noch einen Schlüssel irgendwo rumfliegen? Ich hab noch einen geheiligten Schlüssel. Wie sieht denn der aus? Oh, davon habe ich schon eine Kiste gesehen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh, kommt noch hier. Was tue ich? Warte, ich bin gerade nicht im Dungeon da in der Nähe. Achso. Der Dungeon mir gerade hart auf den Sack geht mit den scheiß Zauberern, die sich einfach mal denken, ich fick dich um. Ich kann immer noch nichts aus Schumbad herstellen, obwohl ich jetzt 25 Schumbad-Barren hab. Arschen oder was? Ah! Also, ungefähr nochmal das gleiche. Hammerpolish! Oh, man braucht nochmal das gleiche an Dings, ey. Das wird nicht lustig. Jetzt 0,100. Ey, Glückwunsch, Michel. Was machst du jetzt damit? Nee, das ist eine Desert. Oh, da ist schon wieder ein Dings. Da ist schon wieder ein schwarzer Dings. Warum sagt mir das keiner? Schwarzer Warte, Ding. Was? Die Browser-Source ist mal wieder im Arsch. Da. Ah, jetzt geht's. Boah, dass das schwarz sein muss, da ne? Da oben ist die Dschungelkiste. Das unten ist eine Eis und eine... Hi. Desert, hab ich dir schon gesagt, gerade eben. Nee, Troja. Bleib mal kurz. Oh, mir geht der Bullshit beginnen, Mann. Geht. So, ich hoffe, Troja hat Spaß damit. Ich guck jetzt erstmal in die. Was du nicht lassen kannst. Ich hab dir den nur vorbeigebracht, mal eben. Mehr habe ich nicht gemacht. Der Rest ist voll und ganz dir überlassen. Das da brauche ich. Was sie? Ich meine, wir haben ja jetzt zwei Emotes, ne, Michel? Also damit könnte man immerhin 3000 Punkte wegmachen. Und dann... keine Ahnung. Sonnenbrille auf die Pfeife setzen? Ich weiß zwar nicht, warum man das tun sollte, aber... LOL! Was hast du? Ah. Na, ich hab die Dschungelkiste gefunden. Ich hab's aufgemacht. Ja, was hast du was da drin? Piranha-Gewehr. I want to see it. Piranha-Pistole. I still want to see it. Hallo, Link. Ah, hier, guten Abend. Ah! Nicht mehr gehört. Ah, den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Lässt sich das Ding noch verbessern? Michel pöllert jetzt auf Gebrechen, auf Verderb und Gebrechen seine Punkte raus. So, wo ist der Olli? Und noch ein Dschungel. Nee, das Upgrade, was ich im Kopf hatte, gab's in Calamity. Ich möchte das Ding aber trotzdem mal gucken. Das gibt's nicht. Das setzt sich lustig an. Kann man das nicht einfach so freischalten? Was? Die Pfeife?
Nur für einen Tag? Ja, ja, das meine ich ja eben. Das geht doch auch so, indem du die Kanalpunkte da reinpöllerst, oder nicht? Oh, das looks awful. It's really fucking bad. Hä? Weiß nicht, irgendwie sieht das nur schlecht aus. Warte, wir brauchen mal was, was ein bisschen länger überlebt. Ah, fuck it. Nein, geht nicht. Da, oh. Die Schildkröte. Das ist aber kacke. No. Und geht denn wirklich? Das ist echt nur für Stufe 1 Emotes. Das ist aber scheiße. Oh. Watch out. Blindwurm? Passe. Ich will mir die Geisterflügel mal herstellen. Da oben jetzt stärkere Viecher unterwegs, oder was? Ach nee, ich bin bloß im Massen unterwegs. Ironischerweise passt das da verdammt gut, ey. Ich bin gerade, ich wüsste, wo ich bin. Ah, wie wär's eigentlich mal mit der mit dem Marsianer-Wahnsinn, Olli? Jetzt schon, pre-Golem. Ja? Oder, ist nicht mehr ganz bei Toast, richtig? Chill doch erstmal, bis wir die fucking Schwimmbeinrüstung haben. Ich hab nicht mal 500 HP, Troja. Ich auch nicht. Ja, dann weißt du, was zu tun ist. Oder nicht? Meinst du, was ich hier mache? Himmel. Ja, ganz bestimmt. Kann man das nicht über die komischen Dinger da freischalten? Ich habe keine Ahnung davon. Das ist mein Problem. Ich glaube, Blink ist schon wieder abgehauen. Er sagt dazu nichts. Ja, nur ich glaube. Okay, dann zählt das wirklich nur
für Einser-Emotes. Ich meine, gut. Schade. Ich bekomme gerade die gemeinste Idee ever. Was? Aber ich habe die Ursprungsdatei leider nicht mehr von dem komischen Auflaufform-Ding. Ich würde die einfach mal umtauschen. Können Sie mir nicht mehr auf den Sack gehen mit dem Ding? Ach, ich bin gut hier. Was? Ich hab gesagt, ich finde, das ist eine gute Idee. Das Einzige, was du hier drin findest, ist Mord und Totschlag, ey. So nervig. Michi, ich glaube kaum, dass du da so seine 100k los wirst. Ja, sind ja nur noch 92.570. Unser Merchant ist gerade drauf gegangen. Warum ist unser Merchant drauf gegangen? Nee, Spekta machen will ich nicht. Die waren für Mages oder so, ne? Die Geister waren, oder was ja. Die sind? Die sind für Magier, ja. Hast du Langeweile, Michi? Könnte schon sein, Lars ist doch, glaube ich, gar nicht da gerade, oder? Ne, weiß ich nicht. Ne, Jan ist da. Nur weiß ich, warum mich Langeweile hat. Oh, guck mal, die Kristallfarm funktioniert, wenn man sie auf den richtigen Layern baut. Fuck off! Also ich hätte jetzt ein paar Items für Queenschleim, falls wir den noch umnödeln wollen, Olli. Das Problem ist nur, ich hätte ganz gerne die Schwimmerrüstung, bevor ich hier irgendwas weitermache. Am besten zwei Sets, aber das könnte zu einem Problem werden. Ich habe nämlich keine blauen Dings mehr. Blaue Schrumpfs? Yes. Und mir fehlen auch noch ordentlich Barren. Welche Barren brauchst du denn da? Chlorophyt. Die wandle ich, also die grünen wandle ich dann am Autohammer in blaue um. Mit, was kombinierst du die? Mit blauen Pilzen. Blaue Pilze? Ja. Was kannst du daraus alles herstellen? Nur die Rüstung, oder? Raketenschaden, Bulletschaden oder Arrowschaden. Das ist eine pure Fernkampfrüstung.
von der neuen Beschwörer Nahkampf aufgebrochen, aber da weiß ich nicht, wo ich die herkriege. So, hast du noch Chlorophyll-Barren rumeiern irgendwo? Ja. Wenn du die aus dem Dschungel meinst? Ja, das sind die Chlorophyll-Barren. Wie viel brauchst du? Alle. Würde ich ungern abgeben, weil ich die Munition davon gerade brauche. Hey, Chaoskopf ist da. Hallo, Chaoskopf. Genau. Ja, aber lieber Munition oder bessere Teammates, Paul. Also bei mir hilft das zumindest, die neue Rüstung. Also ich frage mich, wie viele Barren du haben willst. Ich weiß, ich brauche für 2 Sets. Ich kann kein Mathe, das weißt du. 18 plus 24 plus 12. 18 plus 24. 48. Nein. Ja, das ist die gleiche Mathematik wie beim letzten Mal. Ja, genau. 58 dann. 58. Und die brauche ich mal 2. Das hat nichts weitergeformt? Nachdem wir die Dings hatten, ich habe jetzt 51 Barren. 51 hast du. Stehen bleiben. Also Shroom Might, was denn? Das sollte dann reichen. Mir sind die scheiß Pilze schon wieder ausgegangen. Ich geh mal Pilze holen. Ich bin extra für die Munition die Dinger fahren gegangen. Die Munition brauchst du nur, wenn du keinen Aim hast. Ja, okay, beim Moonlord ist das jetzt eh so eine Sache. Ja, wenn wir beim Moonlord dann sind, dann. Das hat nichts mit dem zu tun, wenn du in der Ecke schießen willst. Das ist was anderes. Warte mal, wo war denn das hier? Hopp. Nee, hier bin ich falsch. Und was geht, Chaoskopf? Mal davon abgesehen, habe ich bis jetzt gerade eigentlich das meiste gefahren, wenn ich so dran denke. Wieso hast du das meiste gefahren? Nee, ich habe das jetzt schon ein Haufen Zeug für euch gefahren. Fuck, das ist eine Mimik. Geh weg. Keiner mag dich. So was wie ein Unterwasseratmungsturm? Ja. Haben wir davon welche? Keine Ahnung. Herstellen kann ich das mit geilen. Ah, komm noch ein. Ich denke mal, Tiefenmonster werden alle irgendwo ganz tief im Wasser sein, ne? Ja, das wird wahrscheinlich sowas wie Hai sein. Uns geht's auch. Eigentlich ganz gut. Danke der Nachfrage. Ja, wie immer. Ali hat chronische Karma-Probleme. Dem Rest geht's gut. Ich sag ja, alles wie immer. Ja. Gar nichts im Wasser, nicht mal Haie. Oder muss man die angeln? Was? Ich hab keine Ahnung. Ich meine, die findet ein Jahr, müsst ihr die angeln oder kommen sie auch einfach da? Die kommen einfach. Einfach so da, ja. Wo war das Tiefenbiom, das neue? Nee, das war kein neues Biom, das war einfach nur ein bisschen Gang nach unten. So you lied to me.
Ich hab nicht gesagt, dass es ein neues Biom ist. Ich hab nur gesagt, dass da unten ein komischer Weg nach unten ist. Oh, for fuck's sake. Hey, Olli, die Pilzspore. Ey, Troja, suck my fucking cock. Yes. Soll ich jetzt vorbeikommen oder später? Du weißt doch gar nicht, wo ich wohne. Michel! Gib ihm keine Ideen, Michel. Wo ist mein Büchlein? Hast du dir das echt abgespeichert? Ja, ich weiß doch auch, wo du wohnst, beziehungsweise in welchem Dorf du wohnst. Was bringt dir das? Auch von da ist es nicht, ich werde dich wahrscheinlich finden. Ja, und wie gedenkst du mich zu finden, Troja, wenn ich nie rausgehe, hä? Och, mal gucken. Man braucht einfach, wo Gandalf wohnt. Ich habe aber gar keinen langen Bart. Nur lange Haare. Ich brauche bald neue Muni. Ich habe keine Curse-Kacke mehr. Muss ich mich an Troja seinen Dings ergötzen hier? Hast du auch noch die andere Munition verflucht nehmen? Ich hab keine Cursed Flames. Dass die immer noch massenhaft in der Kiste drin ist, ist ja klar, ja? Nein, ist mir nicht klar gewesen. Aber gut, dass du es mir gesagt hast. Ja, echt ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ich weiß. Friseur, nicht Frisur. Und nein, nicht mit der. Weg mit der langen Matte. Wüsstest du, wie ich früher ausgesehen habe, würdest du sagen, ah, gut, dass er eine lange Matte hat. Damn, das ist die Waffe gegen viele kleine Viecher, Olli. Die Piranha-Knarre. Du musst nur treffen und dann linke Maustaste gedrückt halten, dann suchen die sich eigenständig neue. Oh! Muschi-Marienkäfer. Oh, jetzt wird Chaoskopf ganz nobel. Mit EU. Was zum Fick ist ein Gelatinkristall? Oh. Ich mach mir die Rüstung jetzt schon mal. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab sowas für die Schnauze voll erneut umgewichst zu werden, ey. Jetzt heißt es noch für Troja Pilze farmen. Bin ich da? Apropos, die andere kann ich jetzt wegwerfen. Genauso wie so einigen Trash, den ich ja aufgesammelt habe. It, I think. Wait. I want that one back. Paulus AFK. Ja, ich guck grad, wie man den Kürbismond macht. Da brauchst du Seelen der Furcht und Kürbisse für. Da
Danke, dass du es mir endlich saust. Hier sind ja noch einen ganzen Arsch voll Cursed Bullets drin. Du hast es aber auch nicht danach gefragt, Paul. Nö, plus dreimal. Hab ich nicht zum mitgekriegt. Du kriegst doch nichts mit. Hab ich dieses Mal aber auch getrollt, weil ich hab's auch nicht mitgekriegt. Die einzigen Fragen, die ich mitgekriegt habe, ist... Was passiert, wenn du die da anmachst? So, da brauche ich nicht mehr hin, dann falle ich jetzt einfach. Und das ist auch noch eins. Irgendwo hier. Da. Das würde uns im Moment total umficken, das Ding. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Wie züchtet man Kürbisse? Du kaufst dir von der Dryade Kürbissaat und... Ja. Pflanzt sie dann im Boden. Wo steht denn unsere Triade? Mushroom. Also, wenig Damage macht die eigentlich gar nicht. Ja! Da sind noch zwei, drei Bäumchen. Es ist ja sowieso, dass wir die Rüstung jetzt bis kurz vor Ende benutzen, ne? So war das doch, oder nicht? Ja, die Sturmrüstung kommt dann noch, oder wie hieß die? Die Pylonenrüstung da. Keine Ahnung mehr, wie die hieß. Man kann daraus Beams machen, oh mein Gott. How? I need to know. Da oben. Wahrscheinlich an der Werkbank, an so einer fortgeschrittenen. Oh, 255, das reicht noch nicht. Fucking Tim, Mann. Ein Pilzsporer killed you. Ja, ich weiß, aber der Typ ist erst unter mir gespawnt. Ich hab nur gehört, Todd. Erst Tim, dann Spore. Das reicht immer noch nicht.
Gib Troja schon mal die hier. Das ist ein toller Turm. Suchen wir mal nochmal hier ab. Hier ist noch nichts wieder gewachsen. This is not okay. Ja, genau. Ich hab gerade gar nichts gemacht. Kannst du nicht mal, Olli? Ich weiß es nicht. Ich gebe ihm einfach recht. Bald habe ich's. Nein, habe ich nicht. Oh. Hi. Bye. Ich hab aber auch gerade ein Glück, Mann. War das schon irgendwann anders? Der Magier im Dungeon. Ah ja. Ja, die sind Bullshit geworden. Ja, weil die durch die Wand kasten. Waren das nicht die, die um die Ecke zaubern mit ihrem komischen Stab? Ja, ja, die schweben aber auch durch die Wand. Ja, das ist irgendwie Bullshit. Das muss ich auch sagen. Das ist aber neu, das haben die früher nicht gemacht. Ja. Das ist purer Bullshit. Und allein schon, dass sie in dieser Form erstens mal angreifen können und zweitens mal keinen Rückstoß fressen. Also sitzen die dann da feuer und feuchtfröhlich ihren Strahl, glitschen durch die Wand und schießen weiter auf dich. Oh, oh. That's a lot of fucking shroom, Mitch. Oh damn. Jetzt geh mal. Oh yeah, I like this. Fragst du jetzt gerade bestimmt, was ich hier mache, oder? Bin ein Idiot. Nein. Vier Wände ergeben einen Mushroom.
Rakete! Voll wurde wegraketisiert. Der Dungeon hat sich voll, wa? Yep. Olli. Hm? Hoffen wir, das reicht. Das sind jetzt 400 Stück. Inklusive der Mauerpilze. 456. Wollen wir nochmal gucken. Ja, reicht. Ich hab noch zwei Shroomite Bars übrig. Jetzt nicht mehr. So. Ich hab meine Rüstung. Me too. Was machen wir jetzt? Ich geh nochmal runter und mir ein bisschen Kristallmunition holen, wenn wir jetzt gleich das Event machen wollen. Oh, ihr wollt echt Selbstmord begehen, ne? Erstens mal braucht Paul den Gruselmund und zweitens mal mit der Mars-Invasion will ich mir auch meinen Flugmount besorgen. Auch noch zwei Invasionen. Gut, aber die Mars-Invasion macht man normalerweise nach Golem. Anders wie das Halloween-Event. Ja, scheiße. Ich war noch gar nicht im Dungeon drin. Ich will da auch mal rein. F in Chat. Ha? Wieso F in Chat? Ja, because you're gonna fucking die. Und außerdem warst du schon im Dungeon. Nee. Doch. Nee, 5 Sekunden. Aber du warst drin. Herzlichen Glückwunsch. Na, wenigstens das habe ich das noch gleich schon mal einherstellen. Ich habe genügend Ektoplasma zusammen, um Kürbismond zu starten. Erste Laterne hätte ich. Guck, dass die Decke da so eng ist. Ich bin dann hängen geblieben. Ja, oh mein Gott. Wollen wir jetzt in den Tempel gehen und gucken, dass wir Golem down kriegen, oder? Na, wenn ihr unbedingt sterben wollt, dann machen wir das. Ne? Das ist ein Eingang vom Tempel. Ja, wäre der Golem jetzt nicht normal als nächstes dran? Normalerweise ja. Golem. Dann Events pöllern, die blöden. Mars-Invasion, Frostnacht und Halloween-Event. Gucken, was man da so alles abgreifen kann. Sniper im Dungeon Farm. Oh, fuck off! Stimmt ja, da war Trojan, ich brauche noch ein zweites Mal die fucking Fleischwand. Hä?
Wieso? Endbild von einem Ranged-Charakter ist die Sniper-Rife, also das Sniper-Scope und das Destroyer-Emblem. Für die Sniper-Scope brauchst du das Ranged-Emblem. Ja gut, die Fleischpflanze sollte ja jetzt nur nicht mehr das Problem sein. Nö, die ist nicht das Problem. Das Problem ist mehr so... Das ist Misty. Oh, jetzt sind es zwar zwei. Bats, alle dead. Ich hätte auch noch eine Königin Schleim. Schleimkönigin. Ja, da hätte ich noch mehrere von. Dann ab ins Heilig, lass uns die erstmal machen. Die hätten wir eigentlich schon ziemlich früh prügeln müssen. Kann ja nicht so schwer sein, die Alte. Warte mal, das Heilig? Haben wir da nicht ein relativ flaches? Direkt hier um die Ecke? Hier. Von diesen Rifle Scope, habt ihr da schon welche? Nee. Nö. Ehrlich zu sein, noch keinen einzigen Sniper im Dungeon gesehen. Oh ja, hast du noch irgendwie blaue Solution? Noch mehr als genug. Also heilige Solution. Das Ding dann nämlich auch, sehe ich gerade. Aber das macht ja generell Schaden nur. So, kann man Queen Slime legen, ja, ne? Gerade aus dem Fenster geklickt. Reicht. Zähle der Macht, Zähle der Einsicht, Zähle des Schrecks. Ah, oh, okay. Und so, Wo ist eigentlich der Pixie umgebracht? Ja, weil er hier durchgeroffelt ist mit dem Clementinator. Also was wollt ihr jetzt machen? Mal eben den Königin Schleim bis Nacht ist. Wo wollt ihr denn den machen? Ja, hier. Boah, den Schleimen machen wir richtig Schaden. Die hat Phasen gewechselt. Na, nicht in eine andere Richtung. Platsch. Damn, son. Ist doch ein bisschen schwerer als erwartet. Da muss man ja sogar richtig ein bisschen was machen. Ah. Aber warum ist mein fucking Streamcast verbuggt? Auf den Sack.
Dann bin ich schon wieder so müde, ey. Das ist so ätzend. Ja, schon besser. Na, was hat's jetzt schon wieder zerrissen? Oh mein Gott. Hat schon wieder den Merchant zerrissen. Bunch of fucking women. Hm? What do you mean? Ja, scheiß Merchant, der macht ja nichts, um sich zu verteidigen. Nee. Ihr wolltet jetzt noch die Fleischwand machen, oder? Erstmal dann. Bis wir das Sniper Scope haben, das dauert sowieso. Ja, das würde ich dann aber auch offstream farmen. Die Dinger sind so elendig zu farmen. Yes. Ja, aber das Emblem selber ist ja eigentlich auch nicht so schlecht, was du da vorherstellst. Ja, deswegen ja, Paul. Du stellst einmal das Emblem her und einmal das Sniper Scope. Dann braucht ihr das Ding ja zweimal, oder? Wir brauchen zwei Ranger-Embleme, ja. Und genau das ist die Pisse an der Sache. Ne, ich würde mir das andere Emblem, aber was du halt bei der was da herstellen kannst, jetzt von dem Nahkampf-Emblem da unten von der Fleischwand herstellen. Du meinst das Destroyer-Emblem, was du aus jedem Emblem herstellen kannst eigentlich. Kann man das aus jedem herstellen? Natürlich. Oder nicht? Eine schon. Ja, das Destroyer kannst du aus jedem herstellen. Die hat halt jetzt nicht wirklich was helfen würde, aber es ist halt ein Boss, ne? Die hat nicht keine hohe Priorität, die Alte, bin ich ganz ehrlich. Wo sind denn unsere ganzen... Hast du nicht gerade gesehen, dass ich die alle mitgenommen habe? Nö. Gut, guck mal nach unten. Da ist ein Desktop. Guck mal nach unten. Ja, ich sehe es gerade schon. Jetzt unter der Erde, ja? Yes. Queen Slime ist einer von wenigen Bossen mit einer mit einem exklusiven Musikstück. Okay, then. Wall of Flash. Dann haben wir den. Haben sie Blüten getauscht oder was? Feuer gelegt. Dann die Twins. Wann haben wir die Biene gelegt? Die Biene? Vor der Fleischwand. Oh. Noch vor Skeletron, oder? Nee. Skeletron haben wir Feuer gelegt, danach die Biene und danach die Fleischwand. Gott. Oha. Yo, bist du ein Chaoskopf? Oh, ich bleib einfach hier unten drin und bau mich ein, ey. Ich hab keinen Bock auf Blutmond. Jetzt kann man sowieso erstmal warten. Das Halloween-Event hat sich gerade ein bisschen erledigt diese Nacht. Aber nur so ein bisschen. Wieso eigentlich immer Halloween-Event? Was ist das Halloween-Event? Ist.
Das ist ein Halloween-Event, nämlich extra noch mal eine Wiki drin steht. Ha? Es ist wieder was anderes. Es gibt halt das Kürbis- und das Halloween-Event. Und das Halloween-Event floppt nach dem Kürbis-Event jetzt im. Muss ich erst in die Wiki gucken. Stand irgendwie was drin. Weil das, was ich ja jetzt hergestellt habe, ist ja das Kürbis-Event. Das ist eigentlich das Halloween-Event. Was kommt danach denn noch? Was denn? Was denn? Oh, damn, wir müssen noch Corrupt Mimics töten. Bye. Es gibt ein Item, Putrid Scent. Ja, so ausgerüstet gibt's 5% mehr Damage. Kann aber nur mit dem Sniper Scope verwendet werden. Kombiniert. Ja. Und es verringert deine Akku. Guck mal lieber, wie viele Bosse es gibt. Also insgesamt. Acht. Nee. Acht sind die mechanischen plus die anderen vor. Fleischwand sind 9. Moonlord 10. Fischron 11. Da sind wir jetzt schon drüber. Wir sind jetzt schon bei 10. Wir haben jetzt schon 10 Trophäen, Troja. Das kann also. Weil ich nicht wieder angefangen hast zu zählen. Achtzehn. Will ich schick mal Link. Wir nehmen mittlerweile 18 Bosse. King Slime, das Auge, der. Also für den okay. Erfolg brauchst du 15. Machen wir 16. Nee, machen wir 17 draus, denn. Du kannst ja das Gehirn nicht mit dem Fresser der Welten zusammenlegen. Das stimmt auffallend. Hm? 16 Bosse. 16 Bosse. Kann man eine Tarnbombe? Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olli, du hast ein Trophäe hier oben vergessen. Das Piratenschiff. Ja, ich war noch nicht so weit. Warte, jetzt habe ich mich wieder vertan. Und nochmal von neu. Das waren jetzt 10. Yes. Die beiden mit. 11. 12. 13. 14. 15, 16, okay. Wir hätten zwar hier drin auch Platz für 16 Events, aber so viele gibt's halt nicht.
Würde ich zumindest mal behaupten. Events gibt's, glaube ich, 5? 5, 6, 7. 7. Okay, für die Goblin-Armee kriegst du halt keine Dings, ne? Ich weiß nicht mal, ob da ein Boss bei war. Ach nee, nicht bei der, aber beim... Nee, beim Goblin-Ding ist kein Boss dabei, aber es ist halt ein Event, ne? Der normale Goblin. Steine? Boss dabei. Irgendwie normale Steine? Rolli. Hm? Oh, okay. Oh, wieso macht denn der das hinter der Wand kaputt? Hallo, was soll denn das? Da ist eine Wand zwischen. Warum überplatzierst du nicht einfach die Wand? Weil ich für Design Purposes tue, ja. Ich baue das jetzt einfach so, wie ich es früher auch immer gemacht habe. Weiß ich wenigstens schon, wie es aussieht. Beziehungsweise kann ich es mir besser vorstellen. Was meinst du damit? Zeige ich dir. Oh Gott. Oh, haut doch ab. Es wird jetzt aber schnell Tag. Schön, vorbei. Kann man das Kürbis-Event auch an einem Tag starten? Weißt du das? Nee, ne? Nein. Es muss in der Nacht starten. Scheiß Drecksblutmond, ey. Was müsstet ihr euch jetzt eigentlich noch vorbereiten für den Golem oder habt ihr da jetzt schon alles? Sniper Scope. Das Destroyer Emblem. Was braucht man dafür eigentlich? I don't fucking remember. Well, make me some of that. Right now. Was denn? Was macht man denn dafür? Das Emblem und jeweils 5 Seelen. Fürs Destroyer-Emblem. Ja. Ja. Oh. Seele der Sicht, Seele der Furcht. Seele der Macht. Was das?
Ja, okay, das verringert aber dein Endmatch. Ja, oder wäre es halt gut, wenn du ein zweites ausrüstest. Ja, dann müssen wir noch die Dings machen. Und verbessern kannst du es ja dann erst mit dem Golem im Auge. Mhm. Deswegen hat man eigentlich immer zwei Embleme pro Jahr. Ja, ich hatte aber halt nur das eine gekriegt. Ja, ich auch. Herzlichen Glückwunsch. Ich dachte ja auch eigentlich. Einmal Holzwand. Oh, und dahinter pöller ich dann. Ach, der funktioniert nicht. Lol. Es gibt ein fucking Item, das nennt sich Discount-Karte. Was? Discount-Karte? Ja. Kriegst du bei jedem NPC 20% Discount. GG. Ah, da rein soll. Hm? Ach, meine kleinen Minions. Ich bin dann schon mal hier unten und suche nach der Puppe. Ja. Yeah. Sieht das gut aus? Oh mein Gott, was habe ich da gemacht? Ah, stimmt damit nicht. Selbst hier unten wächst Kristall. Ja, solange wie es heilig ist und es unter dem gewissen Punkt ist, und das überall. Can't fucking see. Oh, das Pet. Perfekt. Ganz ruhig bleiben, Olli. Can't see. Oh, Paul hat ein Teufelchen gefunden. Der war neu. Ja, das ist ein Hardmode-Gegner. Macht extrem Damage, muss ich dich vorwarnen führen. Jetzt sieht's besser aus. Deine Vorwarnung kam ein bisschen spät. So, was? Ich kann ja nicht dran denken, dass du einen der seltensten Nullengegner direkt über den Weg läufst. Eigentlich. Okay, sind die Spawnrate haben so hochgedreht, definitiv. Oh, holy shit, machst du Damage. Wie baut man den Kristall eigentlich am besten ab? Mit einer Spitzhacke. Musst du dann direkt den Kristall anvisieren, ne? Ja. Seit wann macht das Teufelchen mit seinen dämlichen Mistgabeln fast One-Hit, Alter, mit 500 Life? Oh, die ganzen ja. Villager hier sind verreckt. Ja. I literally forgot. Muss ich doch echt zu dem Pylon hier hin. Da sind auch zwei verreckt. Da ist einer verreckt. Achso, die Dryade hat sich in die Ecke gesetzt und geheult, ja? Ja, ja, wie immer. Hier hat einer ein Loch gebuddelt. Ja, das war ich.
Was willst du von meinem Loch? Nix, ich mach's nur größer. Weißt du, dass ich nur geguckt habe, ob es einen Untergrund hat und meinen ganzen Scheiß habe ich oben ordentlich abgetragen? Warum hast du denn das Loch nicht zugemacht? Warum? Ja, siehste. Ich habe mir jetzt nur gedacht, ach, ist schon da. Dann kann ich es noch größer machen. War ja schon einer dran. Seit wann spawnt denn hier in der Hölle nichts mehr, ey? Weißt du, wenn du die ganze Scheiße hier unten baust und wenn du hier beim ersten Mal unterwegs bist, gangbangen dich die Viecher noch ohne Rücksicht auf Verluste und jetzt ist hier fucking nothing. Ich weiß nicht, was du hast, ich hab ne Puppe. Und dann komm mal nach links. Really? Zum Glück, dass die Puppe gerade nicht in der Lava gelandet ist. Kommst du, Olli? Einen Moment, lass mich vorher noch hier. Wenigstens den Anfang vom zweiten fertig machen. Das packe ich erstmal weg. Dann geht das nicht verloren. Die packe ich alle weg. Habe ich genug Platz? Wie viele Items droppt das Scheißteil? Ah, ich werde schon genug Platz haben. Jut. Jut. Ich krieg das Ding auf die Fresse, ey. Also, ich hab meins. Ja, du brauchst ja nur irgendein Emblem, ist ja scheißegal welches. Was denn? Änderst. Was ist was? Automatik-Sturmwaffe. Ach, das Automatikgewehr. Eine Pre-Hardmode-Waffe. Kannst du wegwerfen eigentlich. Das ist Automatikgewehr, ist eine Hardmode-Waffe. Was für eine Waffe von einer Fleischwand ist? Das ist die letzte Pre-Hardmode-Waffe. Troja. Die kriegst du von Wall of Flesh. Die kriegst du von keinem Hard-Mode-Gegner. Die Wall of Flesh ist der letzte Normal-Mode-Boss. Clockwork Assault Rifle ist a Hard-Mode-Gun. Who the fuck tells you that? Weil es von der Fleischwand droppt und sobald wie die Fleischwand stirbt, ist Hard-Mode. Also Hard-Mode. Fleischwand ist immer noch ein Normal-Mode-Boss. Ja, aber die Drops von der Fleischwand nicht. Also sind Ranger-Embleme auch noch Pre-Hard-Mode, ja? Ja. Nein, sind sie nicht. Ja, schön. Du hast recht, ich hab meine Ruhe. Fühl dich schlau. Ja. Einmal in einem Jahr darfst du auch mal recht haben. Ist okay. Ich hatte aber auch schon bei Minecraft Dungeons gestern recht. Wobei. Keine Ahnung, wir haben uns gegenüber irgendwas gestritten und du hast gesagt, warte, du hast recht.
Such raus. Okay. Kann ich dir aber erst morgen sagen. Bestimmt irgendein wichtiger Scheiß. Boah, ich hoffe, das Design passt. Doesn't. It doesn't fit. It doesn't fucking fit. Oh, Gott, den Schaden zugelegt, die kleinen Viecher. Wann kann man die Druckplatten schon entfernen? Hä? Seit wann braucht man keine Pixel mehr, um die Druckplatten zu entfernen? Das schon immer. Du kannst nur den Dungeon noch nicht auseinandernehmen. Dafür brauchst du die Pixel. Wie den Dungeon auseinandernehmen? Man kann, wenn man Bock hat, kann man hinterher den Dungeon auseinandernehmen. Du meinst die Wände zerstören? Yes. Den Tempel. Den Tempel kannst ja, du... Ja, ich... Dann sollte mich sagen, weil den Dungeon kann ich schon seit Ewigkeiten zerlegen. Am Anfang kannst du das halt auch noch nicht. Does this look good? I just made myself really fucking sad. Sieht das gut aus? I don't know. Ich bin gerade im Dungeon beschäftigt. Ich frage ja gerade den, der hier oben rumpimmelt. Der antwortet mir irgendwie nicht. Oh, da komm. Weiß ich, ob du dich mit mir unterhältst oder mit dem Stream? Hast deine Fackel vergessen? Wo? Rechten Seite. Schon wieder? Das ist doch wohl ein Scherz. Nein! So, ja, Paul, aktivier den Scheiß einfach. Oh boy. Vielleicht geht's ja auch so. It replaces it. Perfekt. I'm scared. I'm very, very scared. Bitte? Die nekrotische Schriftrolle. Okay. Hey, ich kann endlich... Oh. Quatsch!
Holy shit, den habe ich noch gar nicht gesehen. 4500 HP fucking Poltergeist, Alter. This is fucking fine. Sag doch, der Scheiß ist Selbstmord, Alter. Das hätte aber nach dem Golem auch nicht anders ausgesehen, Olli. Ach, er hat 15% mehr Damage gemacht, genauso wie du auch. Wer hat die bitte schon da gerade ins Haus noch weiter reingezogen, dass man nicht spawnen konnte? Troja. Ich wollte eigentlich nur überleben, aber holy shit! Da sammelt einer Grabsteine. Ich kann nicht mehr spawnen, ich bin AFK. Ich hab den Buff keinen Bock. Du hast ein Flugreittier, beschwerst dich darüber. Ich kann nicht mehr spawnen, weil die Viecher noch da sind. I can't spawn. Da ist schon... Da zieht Troja die Viecher einfach hinterher, ey. Was? Ich bin auch gerade erst gespawnt, Arschloch. Oh, oh, ich lebe länger als 2 Sekunden. Hey, Flakfeuer hier. Ein Attersding. Oh mein Gott, das war ein One-Hit. Ja. Junge. Und das geht die komplette fucking Nacht durch. Oder bis die Wellen besiegt sind, oder nicht? Nein. Die Wellen werden nur noch schwerer. Macht er jetzt noch in die Wand? Jetzt kann man da drin nicht mehr spawnen. Ja. Ja, war auch meine Absicht, dass du da nicht jedes Mal in der scheiß Enge hängst. Ja, jetzt spawnst du im Freien und wirst direkt überlaufen genützt. Das ist der Boss. Wow. Was ist das denn? Der Kürbiskönig. Der König von Hello Fuck You Too. Wo ist er hin? Ach, ich pull den gerade nur quer durch die ganze Karte. Wow! Munition aus. Den scheiß Poltergeist konnte ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen, Mann. Quatsch. Ei Gott, zum Bullshit. Hallo, Second Pumpkin. Ich pull dich mal wieder quer über die ganze Karte.
Oh shit, wieso bist du so schnell? Hat einer rein zufällig die Schriftrolle gekriegt? Jo. Ich hab das hier gekriegt. Willst du haben, Troja? Ja, ist immer noch ein Flugmount. I like the last one better. I prefer this one. Ja, das ist auch noch ein gutes Stück schneller, ist klar. Ja, dann müssen wir die Pirateninvasion machen, wenn du ein schnelles haben willst. Oh ja. Das ist wahrscheinlich genauso schnell, als wenn du laufen würdest, ne? Langsamer. Ja, dann. Ich hab einen Hex Branch gekriegt. Ho, 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 ho. Oh. Well, this is fucking useless. Das kann nicht mal richtig hüppen. Alle NPCs sind tot. Trüffel lebt. Meine Spinnenpad gekriegt. Aber keine Schriftrolle, so wie es aussieht.
Ich wüsste gerne mal, wie das Ding hier funktioniert. Das ist einfach nur ein Schwert. Ja, aber da steht Summons Pumpkins to kill your enemies oder so. Wären hier auch mal irgendwo welche. Oh, okay. Warten, bis auftaucht. Scarecrow Pants braucht keinen Arsch. War die Pet-Kiste? Pet-Kiste. Mount. Hab ihr schauriges Holz eingesammelt? Pet? Yes. Mein ganzes Inventar war voll. Ich hab so gut wie gar nichts aufgesammelt. Ich wünschte, die hätten das nicht gemacht, aber sie haben es gemacht. Das heißt tatsächlich Morningwood Relic. Die müssen doch wissen, was sie damit angestellt haben, oder? Hey, unser zweites Event-Dingen. Du solltest eigentlich auch noch eine von dem Pumpkin gekriegt haben. Stimmt. Stimmt, der Geist ist auch gerade tot. Das ist ein Event-Boss, also zählt das unter Events, ja? Gut. Das sind alles Events. Der Pumpkin war übrigens einfacher als die, als das Morningwood. War das das fliegende Fieder? Hm, das ziehst du einfach links und rechts hinter dir her, scheißegal. Das Vieh ist super easy. Ey, der Guide ist da. Wo? Keine Ahnung. Oh. Hier ist er. Ich habe dann in seiner Hütte gespawnt, ja. Mhm. Also, in der Hauptbase ist nicht mehr, sind die genug Villager. I want this. I want this. Hm? I need this. Hm. Ja, hab Fun mit dem Farm. I can't get this. Genau deswegen. Das Enchanted Sword spawnt nur einmal auf der Karte, ne? Wenn überhaupt. Du hast 2 bis 3 Altäre und da, wenn du Glück hast, kriegst du ein Enchanted Sword. Fuck you, game. I still want it, though. Was ist der Starwrath? Butterfly Wings, Seele des Flugs 2. Sind die besser als die normalen? I don't fucking remember. Mega kann man immer noch nicht upgraden, das ist so armselig.
Kannst du das uns neu auswürfeln, dass er vielleicht noch ein bisschen stärker wird, ja? Nee, ich hab schon Max. Ich hab Max, Paul. Höher als Unreal geht der Scheiß nicht. Ja, wollen wir Feierabend machen? Oder wie ist das? Irgendwer hat die drei Ziegelsteine aufgesammelt. Also die drei Steine. Ja, das war wahrscheinlich ich. Mal die Wand wieder zumachen. Wann bist du? Mir hat keiner meine Frage beantwortet. Mir ist es egal. Woher du? Troja? Der ist AFK. Anscheinend. Beziehungsweise ganz offensichtlich. Ja. Er war AFK. Ja, ich musste kurz weg. Aufs Klo? Erstens mal das und zweitens mal kurz den Hund ins Bett heben. Warum? Ich wollte gerade Feierabend machen. Ach so. Deswegen wollte ich euch fragen, so von wegen Feierabend machen und so. Ja, ich müssen ja dann eh morgen Austrian offline farmen. Befürchte ich schon. Für das Sniper Rifle. Schützenvisier. Normalerweise macht das immer Troja, weil ich beim Farmen immer so ein Glück hab. Wenn Troja eins gut kann, dann ist es in dem Spiel Farmen wie blöde. Ja, wenn ich mir dann meistens eine kleine Arena aufbaue, mir eine Waffe sowas wie den Piranha Seeker hole. Guck mal. Ja gut, ich kann mein Emblem jetzt bloß noch aufwerten, indem ich das Golem Auge da finde. Das eine Emblem kann ich auch noch abwerten, aufwerten. So. Ja gut, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und sagen mal bis morgen. Ja. Tschüssikowski. Bye bye.